geht? Ich bin's eure Becky. Ich bin wieder da mit einem neuen Video. Wer von euch mag gerne Einhörner? Also ich mag die super gerne. Ich dachte mir, ich mache nämlich mal die verrücktesten Einhorn-Dinge, die es da draußen gibt, die man als Einhorn-Freak braucht oder auch vielleicht nicht. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare dann, was ihr davon gerne hättet oder was überhaupt nicht. Was findet ihr übertrieben? Was ganz cool? Schreibt es mir und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt damit an. Wusch! Ich weiß nicht so ganz. Soll das ein Einhorn sein oder ein Werwolf oder irgendwie Hund oder so mit Horn? Aber ja, das passiert, wenn du versuchst, einen Einhornkuchen zu backen und es nicht so ganz hinhaut. Man muss schon sagen, dahinter steckt Liebe, ja? Wenn es deine Mutti gemacht hat oder dein Geschwisterteil für dich, dahinter steckt voll viel Mühe. Selbst die Form, und dass es so ein bisschen aussieht wie ein Einhorn, hätte ich noch nicht mal hinbekommen. Also mein Respekt an die Person, die das gemacht hat, es sieht trotzdem noch irgendwo süß aus. Auch wenn es ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Hund hat, aber es kann ja auch ein Einhund sein, oder wie auch immer das nennt. Was ist das für eine Frisur? Wow, soll das ein Einhorn darstellen? Das ist krass. Also die bunten Farben hat sie schon mal und ey Leute, sie hat die ganzen Spangen und Haargummis, die ihr jemals im Leben verloren habt. Sie ist die Person, die sie immer klaut. Jetzt haben wir sie gefunden. Es ist einfach nur eine arme Frau, die so aussehen möchte wie ein Einhorn. Okay, ich habe Verständnis dafür, dass sie immer die ganzen Haargummis und so weiter mobst. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob das so ganz Unicorn-mäßig ist. Könnte auch der schiefe Turm von Pisa sein. Aber sie hat sich Mühe gegeben, ja? Ein Einhornparkplatz. Oh mein Gott, wo gibt's sowas Geiles? Vor allem in Deutschland. Wohnt jemand von euch dort? Da, wo es diesen Einhornparkplatz gibt? Vor allem ist da auch dieser Einhorn-Emoji drauf. Und das ist ja mal sowas von schön gemalt. Oh mein Gott, ich muss dahin. Egal, wo es das gibt, ich lege mich darauf und mache ein Bild. Es sieht so schön aus. Aber ich frage mich nur, wer parkt dort? Weil du darfst ja nur als Einhorn drauf parken. Wirst du sonst abgeschleppt, wenn du da als Normalo drauf parkst? Das ist jetzt die Frage. Unicorn-Fürze, Alter, als Lippen. Also, denken die im Ernst manchmal, man kann alles irgendwie verkaufen, nur weil da irgendwie Einhorn draufsteht? Wieso sollte ich mir Einhornpupse auf die Lippen schmieren? Ich verstehe es ja bei Unicorn-Poop, aber Farts, im Ernst jetzt, das ist irgendwie pervers. Es ist pervers. Wo gibt es dieses Eis? Ich muss es haben. Oh mein Gott, ist es wirklich Eis? Oder ist das dieses Cupcake-Topping einfach in eine Waffel gesteckt? Aber wenn es Eis ist, oh, ich brauche das. Oh, und diese Ohren mit diesen Horn, das ist ja wohl sowas von süß. Wer von euch würde es auch gerne essen? Also, selbst wenn man kein Einhorn-Fan ist, ja? Das ist doch voll geil. Ja, ich glaube, da hat jemand zu viel getrunken. Und ihm wurde ein richtig schönes Einhorn drauf gemalt. Ein Regenbogen auch noch irgendwie hinterm Ohr. Ja, Leute, das passiert, ne? Ihr müsst aufpassen, sonst habt ihr euer ganzen Körper voll mit Einhörnern. Vor allem, wenn ihr kleinere Geschwister habt oder so. Das könnte passieren. Wenn ihr keine Einhörner mögt, dann könnte das für euch ein Albtraum sein. Oh mein Gott! Das ist ja sowas von geil. Sind da auch noch so kleine Regenbogen drauf? Liebe das! Das ist bestimmt heiße Schokolade mit irgendwie Sahne drauf oder so. Und dann Marshmallows. Ich liebe kleine Marshmallows. Ich bin dann voll dabei. Marshmallows und ich so, das ist Liebe. Ihr kriegt danach den Zuckerschock eures Lebens. Ihr seid, glaube ich, danach wirklich ein Einhorn oder ein Regenbogen und fühlt euch auch so. Wolltet ihr schon immer mal gerne auf einem Einhorn reiten? Dann braucht ihr dieses Bike. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, damit zur Schule zu fahren. Die Leute gucken bestimmt ganz seltsam. Aber wer auch immer das gemacht hat, ist es gar nicht mal so schlecht. Also eigentlich sieht es gar nicht schlecht aus. Ich würde nur nicht damit so gerne fahren. Das ist ja wohl noch geiler. Okay, ich nehme es zurück, Leute. Das toppt alles. Es toppt alles. Das ist ja wohl das beste Getränk für Einhorn-Fans. Also, was würdet ihr lieber nehmen? Das Pinke oder das Blaue? Ich glaube, ich würde lieber das Pinke nehmen, obwohl das Blaue hat ein Horn. Aber das Pinke hat diese Regenbogenschlange. Das ist so geil. Ich liebe diese Teile. Oh, das ist so schön. Das macht sowas von gute Laune. Aber sowas gibt es hier einfach nicht. Kennt ihr das? Man möchte gerne hier was haben, aber es gibt es hier einfach nicht. In Amerika haben die einfach alles. Das dauert 100 Jahre, bis sowas hier rüberkommt. Bis dahin ist es wieder out. Auch wenn es leicht verstört aussieht mit seinem... Was ist das? Ein Triple-Doppelkinn? Oder was? Wie viele sind das? Eins, zwei, doch, nee, drei, vier. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Doppelkinder er hat. Also er ist Traummann. Wenn es euer Freund wäre und ihr stellt ihn so bei euren Freundinnen vor, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Also, ich meine, ich schmink mich niemals mit solchen Farben. Aber was auch immer es ist, es sieht geil aus. Findet ihr nicht? Also wenn das so glitzert und so. Auch der Pinsel und dann diese Farben. Das ist so schön. Ich liebe bunte Farben. Ich wünschte, sowas gäbe es als Bild
für meine Wand, dann würde ich es mir auf jeden Fall aufhängen. Aber kennt ihr das? Irgendwie in besonderem Licht funkelt das nur und wenn ihr sonst das irgendwie normal drauf habt oder anhabt oder so, glitzert das so gar nicht? Das nervt immer total an Glitzersachen. Ein Einhorn-Anspitzer. Ja, also so schlecht ist es gar nicht. Nur das Ding ist, das Teil ist relativ groß. Also entweder verschwindet es in deinem Rucksack oder Schulranzen oder du vergisst es andauernd, weil es einfach nirgends reinpasst. Nicht in dein Etui oder dein Federmäppchen oder sonst was. Es passt nirgends rein, weil es so sperrig ist. Aber es sieht schon ganz cool aus. Jetzt haben wir hier diesen Einhorn-Frappuccino. Warum gibt es den hier nicht? Warum nicht? Das ist schon wieder dieses Ding. Starbucks hat es einfach nicht hier rüber geholt. Sonst hätte ich es mir garantiert mal geholt. Angeblich soll es ja eine Mischung sein aus süß und sauer. Aber ich liebe das. Wer von euch mag auch gerne süß und sauer gemischt? Das ist sowas von geil. Ich würde es so gerne mal probieren. Das sieht so lecker aus. Also irgendwie vergeht mir jetzt der Appetit. Ernsthaft jetzt? Also man kann es auch leicht übertreiben. Okay, für alle, die jetzt Einhörner mögen und Bratwurst, ich sag nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, pinke Bratwürste, Leute? Und dann das als Einhorn-Bratwurst anzubieten? Würdet ihr sowas essen? Also ich weiß nicht. Das ist sowas von durch. Oh, Einhorn-Kopfhörer. Ist überhaupt nicht unangenehm, damit draußen rumzulaufen. Wer würde mit den Teilen rumlaufen? Ich habe sowas letztens erst bei Primark gesehen. Aber es sah noch ein Ticken kitschiger aus. Einige Sachen sind schon recht cool bei Einhorn, aber andere sind schon echt ein bisschen übertrieben. Unicorn-Tears, also Einhorn-Tränen im Becher, to go, als Handtasche. Ich weiß nicht so ganz. Ich weiß nicht so ganz. Wieso sollte ich Einhorn-Tränen mit mir rumschleppen? Ich finde das ja schon ein bisschen traurig. Also sie ist auf jeden Fall Unicorn-Fan. Auf jeden Fall. Nur irgendwie passt zu dem ganzen Süßen das Oberteil irgendwie gar nicht. Findet ihr nicht auch? Also Einhornhülle, Einhornhaare, Einhorn, Fingernägel, rosa Rock. Sie ist ein Einhorn schon. Eine Einhorn-Beanie. Also die Farbe an sich gefällt mir total, aber das ist so wie mit den Kopfhörern. Ich glaube, ich würde nicht damit rumlaufen. Auch wenn die ganz cool aussieht. Aber wozu? Das ist krass. Das ist ja mal sowas von krass. Also für den Alltag ein bisschen zu viel, aber sie scheint wohl richtig heftiger Einhorn-Fan zu sein. Und er geht ihr als kleines Kind wirklich ein Traum in Erfüllung. Also Respekt an die Mutter, die das gemacht hat. Das sieht so geil aus. Alter Schwede. Haters gonna hate. Also das Einhornfahrrad ist ja wohl noch heftiger. Und er feiert das total. Wie süß ist das denn? Er ist richtig Boss in seiner Ecke. Also mit ihm darfst du dich nicht anlegen. Er ist der Coolste. Dieser Mops, der diesen Einhornanzug trägt. Ja, also er sieht sehr, sehr glücklich aus. Ich würde mich wahrscheinlich genauso fühlen wie er, wenn ich das Teil anhätte. Was ist das? Also ich dachte schon, das eine wäre übertrieben, aber nein. Nein. Bist du so eine Banküberfall? Und du brauchst gar nichts anderes mehr, weil du hast ja schon dein Horn da vorne. Boah, Alter, das würde mir so Angst machen. Das ist das erste Mal, dass mir ein Einhorn Angst macht. Der isst bestimmt auch diese Einhorn-Bratwürste. Ohne Scheiß jetzt. Der Person traue ich alles zu. Ich glaube, sie ist schon am Durchdrehen bei dem ganzen Einhorn. Wenn du denkst, du seist selbst schon ein Einhorn und du hast nichts Besseres zu tun, als dein Eis dir auf deine Stirn zu klatschen. Das ist sowas von crazy. Oh, wie süß ist das denn? Statt Einbahnstraße hat jemand daraus Einhornstraße gemacht und dann drunter ein Einhorn geklebt. Wer würde auch gerne in die Einhornstraße, aber ich glaube, du kriegst ein bisschen Ärger, wenn du erwischt wirst. Eine Einbahnstraße so zu überkleben. Du kriegst sowas von Ärger. Du kriegst richtig Ärger, wenn das jemand mitbekommt. Was ist mit diesem Einhorn passiert? Er sieht einfach mal aus wie so ein, keine Ahnung, krüppeliges Einhorn. Wahrscheinlich wollten die, die das hergestellt haben, das einfach irgendwie in diese kleine Box quetschen. Einhornrotze, Glittergel für Gesicht und Körper. Ich wollte mir schon immer mal Rotze ins Gesicht schmieren oder an meinen Körper. Es gibt nichts Schöneres. Man hätte es auch einfach nur Einhornglitzer nennen können, aber doch nicht Einhornschnette. Alter, das ist so ekelhaft. Allein der Gedanke. Ja, also wenigstens konnte er noch ein bisschen lächeln. Das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ich hätte mich wahrscheinlich schlapp gelacht bei dem T-Shirt.
Bei ihm sieht's gut aus, bei dem Model, ja. Auch wenn das Verrückteste auf dem T-Shirt ist, Leute. Guckt einfach mal genau hin. Es ist ein Einhorn. Da drauf sitzt ein Koala mit Sonnenbrille. Und er hat keinen Ballon, sondern ein Pizzastück dran. Ich glaube, die Person, die auf dieses Design gekommen ist, ist auch ein bisschen neben der Spur. Okay, nee. Ich nehm's zurück. Das ist ja wohl noch schlimmer. Vor allem das Outfit passt einfach null. Als, weiß ich nicht, als wäre das einfach so reingekippt. Leute, sie hat den schlimmsten Einhornschal ever. Wer trägt das? Wer läuft mit so einem halben Kuscheltier rum? Das ist das Schlimmste ever. Der kackt so einfach eiskalten Regenbogen raus und... Boah, niemals. Ich würde sowas niemals tragen. Nein. Also, so viel Einhornliebe dann doch nicht. So, Leute, das war's so schon. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am verrücktesten oder am lustigsten fandet. Mögt ihr Einhörner oder eher weniger? Aber okay, ich würde sagen, wir sind schon am Ende angekommen und ich habe euch so, so doll lieb. Bye!